Hallo und herzlich willkommen hier zu My Summercar. Ja, hier stehen wir noch im Straßengraben nach unserem Unfall und dem spektakulären Wiederhingehen. Wir ändern gleich mal den Driving Mode, anschnallen nicht vergessen. Wir sind ja da gestorben sozusagen. Sag noch mal so, wir sind ins Krankenhaus gekommen. Und dann konnten wir wieder weiter, so, nach ein paar Wochen. Ja, muss ja irgendwie rechtfertigen hier. Ich habe hier kein permanent Tod reingemacht. Das ist... So, mein Radio da ein... Mein Radio da einschalten, einen trinken nochmal. Hier unten ist hier die Scheibe klatschen, wenn es geht. Ha! Ja, geht, wenn mein Radio nicht dran ist. Das Lied haben wir. Kasten, du bleibst brav. Okay, wir machen die Lights an. Es ist ein bisschen später geworden. Ich habe jetzt hier nochmal kurze Pause gemacht, aber hier im Spiel kann man ja keine Pause drücken. Das war nur eine kurze. Gang rein. Oh, Moment, ich glaube, wir haben ein Problem. Also, machen wir mal rückwärts. Ah. Okay, Moment. Da muss ich da ein bisschen schieben, glaube ich. Wir stehen gerade so blöd hier. Ja, der hat sich ja eingegraben. So, ja. Wie war das? Y. Nee, nicht Y. J. J. Ja, kann mir einer helfen hier, ihr Idioten? Ihr fahrt ja bloß vorbei, ihr Disco-Typen hier. So, ich muss jetzt mal den Bus schieben. Dass der hier wieder richtig Kontakt zur Straße bekommt oder zum Untergrund. Ja, wir sind He-Man, wir können ja schieben wie der Weltmeister. Hoppala, ja, wir nicht nach oben klettern bitte. So, den mal hier runterschieben, weil hinten hat er ein Problem gehabt. Ach, Amerika natürlich wieder. Okay. So, vielleicht reicht es auch schon gleich. Also echt, das sind solche Stoffel da, ja? Die könnten mir noch helfen, ja. Jetzt kommt eigentlich gerade das richtige Lied. Viel schnell auf der Autobahn. Viel zu schnell. Okay, das Ding lassen wir vielleicht. So. Aua, aua. Habe ich mir das Bein eingeklemmt in der Tür, ne? So was. So. Okay, wieder rein und anschnallen. Rückwärts ist nicht so toll, also nach vorwärts. Wie funktioniert denn das nicht? Ach Leute. Ach, ich bin ja blöd. Handbremse ist ja noch drin. Ja, ohne Handbremse geht es ein bisschen besser. Ich muss mal gleich schieben müssen, das Trottel hier. So, er hat wieder hier kleinen Unfall. So, anhalten. Linker, kommt keiner, okay, und rauf auf die Straße. Gehst du aus, Linker? Ja. So. Aber jetzt, gescheit hier. Weiß ich nicht, was ein Zerbrück ist. Ja. Bitte lieber auf die Straße. Nein, kann nicht, kann alles, ich kann beides. Ja, das haben wir gesehen. Bam! Tot, ja. So, jetzt können wir 100, nee, 80, ne? Ja, 80. Ab 100 fängt die Karre an zu entgleisen. So, ein LKW wieder hier. Ja, dem sind wir ausgewiesen. Dem sind wir ausgewiesen, ganz genau. Der ist auf unserer Seite überfahren gewesen. Ja, wie er schon wieder lügt, ey. Wie er schon wieder lügt. Ja, natürlich haben wir dann einen Unfall verursacht. Ja, da lag unsere Flasche. So, hier müssen wir dann demnächst... Ja, hier müssen wir demnächst abbiegen. Abknacksen. Ja, bloß, wir haben ein Problem. Jetzt, wenn wir hier ankommen, dann... Ups. Ah. Wen hat es denn da rausgesetzt? Ja, ich denke, es bin nicht. Du hast mir geholfen. Ah, grüß Gott. Läuft ja einfach über die Straße, ich glaube ich spinne. Jetzt haben wir ein Problem.
der Laden dazu sein. Wir können nicht tanken und so weiter. Wir können ja nicht pennen, glaube ich. Ich weiß es nicht. So, ich probiere mal, ob die Zapfsäulen noch offen sind. Also, ich bescheiß wieder ein bisschen, ne? Na, ich glaube nicht, dass der Laden noch offen hat. So. Nee, nicht Riper. Ja, ist gut, dass der Hebel auch so nah an dem anderen ist. So, mach mal die Kiste aus hier. So. Das Licht, ist das noch an? Nee. Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, das Schild abgeschlossen, ne? Ja, Genopsel geht nicht raus. Mist. Aber ich weiß, wie ich mir Sprint besorgen kann. So, grüß Gott, ich laufe mit dem Auto. So. Ja, ich trinke jetzt einen. Ja, ja, ja. Ich bin mit einem Klo. Sei ruhig. So. Hi. Servus. Ja, mit der Stalleide. So, mach dir keine Umstände. Ich weiß, wo alles ist. So. Bezahlt durch morgen. Aber wenn halt morgen ist. Also wenn du wieder offen hast, richtig. So, ja, was kannst du für mich tun? Nix. Ich tu mir selber was, ja? Ja, man kann ja eigentlich Sprit klauen, wenn man dann abhaut, dann ruft er. Ah, Moment, das geht ja noch gar nicht. Dann ruft er einen an morgens, wenn man Sprit geklaut hat. Und sagt, man soll bezahlen kommen. Na? Ja, aber wir bezahlen ja auch. Wir wollen es ja nicht klauen. So, aber der Sprit ist halt wesentlich günstiger. Und solange irgendwo uns keiner ankackt oder so, tankt man den Sprit hier. Das ist mir auch egal. Ich sag's halt immer so, das ist LKW-Diesel. Kann mir jetzt jemand anders sagen, dass es jetzt nicht so ist, aber ja, es könnte auch Heizöl sein. Ich bin mir nicht 100% sicher, es gibt ja eine Polizeikontrolle, ob da nicht dann kontrolliert wird und man da dann Strafe zahlen muss eventuell. So, Deckel wieder drauf, es hat alles seine Richtigkeit an mir. Und Klappe zu, auf den Tod. Bam. Ja, was lustig ist, dass dann immer, wenn man die Tür rausgeht, die gleich zugeht wieder. Ja, wir hätten ein bisschen Hunger, da könnten wir uns eigentlich auch gleich was Frisches holen. Ich nehme mal eine Macaroni-Schüssel hier, oder, nee, Sausage mit Fries, also Würstchen mit Kartoffeln. Und, ja. Gegen Durst. Naja, naja. Gegen Durst hilft eigentlich nur ein Bier dazu. Ja, ein Bierchen. Ja, ich kann es nur noch besser, ja, danke schön. Wo hast du dein Mülleimer? Ach, ich weiß nicht. Ja, habt ihr mal was zu spielen hier? So. Lalalala, danke schön. Ich bin auch freundlich, ich weiß nicht, wie gehen. Ja, das hat der da. Ja, toll, die Klasse. Weil, ja, komm noch. Weil das Essen ein bisschen, wie soll ich sagen, das Essen war ein bisschen salzig. Das nächste Mal bitte nicht so viel Salz. So, ich verziehe mich ja gleich wieder. So, hier schmeiße ich den Vorgarten rein. Ja, das ist jetzt wirklich blöd. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Es müsste kurz vor 2 sein oder so, wobei es einfach hell ist. Können wir eigentlich da auf der Bank pennen hier oder so? Wir können hier sitzen, oder? Aber pennen können wir ja nicht, ne? Das geht nicht. Schade. Wenn wir hier bei der Bushaltestelle pennen könnten, das wäre irgendwie noch genial. Ha? Servus. Ja, wer bist denn du, hä? Bist du der Horst oder ich weiß es nicht. Oder wie heißen hier die Finnländer so? Sven oder so irgendwie? Keine Ahnung. Ach, ist jetzt der Sven. Was soll's? Ja, gut. Wie gesagt, ich hätte ja gern noch was gekauft, aber warum werden mir immer Steine in den Weg gelegt? Ich weiß gar nicht, wie müssen wir jetzt eigentlich blechen dann?
Oder kriegt man hier dann Strafe mehr da? Okay, wir müssen 59 Mark bezahlen. Ja, Marka. Finnische Mark. Sag mal, da wird es gerade schon wieder heller. Ich kapiere es nicht. Also irgendwie ist doch die Zeit gerade durcheinander. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ja, wenn jetzt der Bus mal da wäre, könnte ich wenigstens nachgucken. Nach der Uhrzeit. Aber irgendwas, oder haben wir Vollmond, oder? Ich weiß es nicht. Das ist viel zu hell. Ich habe die Matrix durcheinander gebracht. Ganz einfach. Tja. Ach, der eine Typ da hinten, der tut noch... Der fährt hier noch durch die Gegend. Ah, jetzt kommt gerade das Lied hier, was wir gerade auch schon beim Todesbildschirm hatten. Ja gut, es nützt nichts. Wir gammeln jetzt hier nicht ewig rum, das haben wir schon mal gemacht. Ihr wollt ja aber sehen. So, wir fahren einfach weiter. Der Typ wird sich wieder beschweren morgen, aber was soll's. So von wegen, bezahlt und aber ja. So, clean müssen wir nicht, okay. Sehr gut. Obwohl wir jetzt ein bisschen fatty cute sind, aber ja, geht schon. Warte, wir können eigentlich mal ein bisschen das Fenster runterkommen. Ist ja warm, aber ja. Ist ja warm. Ups, ohne Gang geht da gar nicht. Und ohne Handbremse wäre es noch besser. Handbremse. So, ja, wir fahren mal da hinten raus, oder? So. Da ist wesentlich weniger Verkehr wie auf der anderen Strecke, aber die Strecke ist halt einfach blöder. So. Wollen wir das Radio anmachen? Das war ich nicht, oder? Wegen mir müssen wir es nicht anmachen. Ich weiß eigentlich nicht mehr. Oh! Ich fahre mal gleich hier rechts raus, ne? Oder links raus. Ja, der hätte uns abgeschossen, der Sack hier. So. Also dazu kann ich jetzt wirklich nichts. Das war, weil der Typ hier kam. Musste ich ausweichen, weil der rammt einen weg hier. Hätte ich jetzt einen LKW gehabt, hätte ich den Weg gerammt. Also ohne mit der Wimper zu zucken, aber so weiche ich lieber aus. Der Klügere gibt nach, heißt der. Doch der Beste, oder wie war das? Tja, den gibt es ja auch schon lange nicht mehr. Also den Zahnfluss gibt es noch und so, aber den eigentlichen Mann, der ist ja schon unter der Erde, glaube ich. Ja. Meine Vater mal anständig. Ja, jetzt kommt ihr davon. Betrunken am Steuer. Das ist ungeheuer. Lala, da sind die ganzen Strohballen, die verpackten hier. Ja, hätte ich aber eben auch die Landwirtschaftsseminare zu spielen. Aber das ist halt auch ein Spiel. Bis du da mal was zusammen hast, da kannst du Stunden heizen ohne Ende. Und geht ja viel zu schnell. Ja, wobei 60 ist ja erlaubt auf der Strecke, aber eigentlich ist es schon zu schnell für mich. Von meinen Fahrkünsten her. Man gebe mir einen Panzer bitte. Der bleibt wegen der Spuren und walzt alles nieder. Ja, wie gesagt, nicht schnell fahren. Ach, schalt mein Kühlgang rein, dann ist ja dann heulen der Motor, jetzt noch etwas zu heiß. Aber er geht ja nicht kaputt. Das muss man sagen, Gott sei Dank, sonst hätte ich ja schon alles geschrottet. Dann wären wir nur noch mit dem Moped unterwegs, also. Und selbst das ist eine Kunst, das Moped hier fahren. Ja, wir werden halt gerade viel zu schnell. Okay, wir sind viel zu schnell auf der Autobahn oder so. Ja, den dritten Gang hier den Berg wählen, aber geht. Also, für die Straße, sag ich jetzt mal, ist maximal 50 noch ganz okay. Alles andere ist einfach zu schnell. So, fahr die Kühe, naja gut.
schlafen. Hätten wir jetzt schlafen können da in dem Kaster. Aber nein, da gibt es ja noch nicht mal ein Hotel. Oder man kann ja noch nicht mal irgendwie auf einer Bank schlafen, auf der Busbank da hier. Aber was willst du machen? Da muss ich halt das so annehmen. Ah, jetzt habe ich wieder da unten runtergeguckt und nicht auf die Straße. Ja, man muss schon wirklich aufmerksam bleiben. 60, ja, 60 ist schon genug. Berglauf geht's noch. So. Jetzt kommen wir wieder an dem Haus vorbei, wo die Reifen drin rumgammeln. Irgendwann besuche ich es vielleicht mal, aber wie gesagt, wenn ich weiß, wie man die Wespen bekämpfen kann. Also ich weiß nicht, ob die mit dem Moskito-Gift da zu bekämpfen sind. Und ich sehe die auch nie. Das ist einfach, das macht nur noch Summ, Summ, Summ und dann macht es nur noch dann bin ich tot. Ja. Dann lassen wir es runterrollen über die Brücke hier und dann müssen wir links ab, rechts ab. Achso, wenn ich nach links lenke, dann geht der Blinker immer aus. So, ich biege mal jetzt vorher ab hier. So. Der sitzt auch immer die ganze Zeit draußen hier und wartet. Vielleicht ruft er wieder an und will seine Grube leer gepumpt haben. Aber die Grube, ja. Wir müssen wieder in die Stadt wegen, von wegen hier der Quelle abpumpen. Nein! Nicht darunter! Nein! Nein! Verdammt! Da komm ich doch nicht mehr raus! Da komm ich doch nicht mehr raus! Ah, warte mal, das ist alles Beten nichts her, da müssen wir im ersten Gang rein. Komm, tut ihn! Oh, nicht umtippen bitte! Ja, und der, ja, der Sack hier, der fährt wieder vorbei, ohne sich zu erkundigen, ob es gut geht. Na, irgendwie müssen wir hier hochkommen, komm. Das hat keinen Wert. Also hochschieben kann ich die Karre jetzt leider nicht. Und ja, die Bierkiste drückt uns wieder die Beine ab, alles klar. Ich probiere es mal rückwärts. Ach, vielleicht kann ich... Vielleicht kann ich da hinten rausfahren. Eins. Da ist nicht so hoch hier. Ja, perfekt. Nicht wieder da runter rein. Was ist denn jetzt los? Halt, das war zu hoch. Jetzt stand man wieder. Was ist denn jetzt kaputt? Ah, Hilfe! Karre spinnt. So. Ich lenke gerade nach links, aber eigentlich fährt er nach rechts. Komisch, ne? Haben wir wieder keinen Grip oder was? Und jetzt sieht es gerade aus, als wird es jetzt wie richtig dunkel. Also das ist hier komisch in Finnland. Ich glaube, ich probiere mal hier, ob ich rückwärts nach rechts lenken, nach links lenken kann, meine ich. Weil irgendwie stimmt hier wieder was nicht. Wir sind aus der Grube raus, also sind wir wieder auf die Straße zurück. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. So, ich hätte ja gesagt mit Handbremse anfahren, aber das funktioniert im Spiel nicht so. Jetzt fährt er wieder, er zieht wieder nach rechts, der sagt ja. Oder sollte ich nach rechts lenken? Ja, okay. Komischerweise, wenn ich nach rechts lenke, fährt er nach links. Das ist eine Logik. Ja, vielleicht. Warum kriegt er denn jetzt eigentlich so? Oh je. Ja, jetzt tut er mal gescheit kuppeln hier. Das kann ja nicht sein. Fällt irgendwie so ein Krückstock oben hier, ey. So, reagiert die Lenkung wieder richtig? Ja, jetzt langsam noch. Boah, wir haben es nochmal geschafft, ja. Also wenn man eins sagen muss, der Bus hier, der... geht einigermaßen immer wieder, ja. Obwohl er auch eine Ranzkarre ist. Ist jetzt wieder mein Licht kaputt oder wie schaut es aus? Nee, ne. Schaut nur so aus. Weil das hat man schon mal, dass das Licht dann so komisch war. Aber wir sind ja jetzt hier reingecrashed hier so richtig. Mach mal Fernlicht an, dann sehen wir mehr. Ja, die Fahrer beschweren sich ja wegen, wenn er Fernlicht an hat.
Naja gut, mit dieser Übung hier kommt man vielleicht ein bisschen mehr zurecht hier, aber ja. Vergesst, was ich erzählt habe. So, was sind wir jetzt hier? Nee, das ist Strommaschine. Jetzt müsste nämlich erstmal die Kreuzung kommen, dann müssen wir da abbiegen. Ja, und der Kuckuck, der ist wieder da. Irgendwann nervt der einfach. Das ist irgendwie ganz wichtig. Haben wir ja Zeit. Dieses Kuckuck, 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 das nervt von irgendwas. Sag mal, warum? Ja, nicht wieder da clear und pam. So, da ist der komische Schnaps-Typ da, ja. Da müssen wir den einen auch mal abliefern. Ich glaube, das ist sogar der gleiche Typ, der den man mal abends abholen muss an der Kneipe, der nachts irgendwo anruft. So, jetzt fährt er wieder ganz komisch, der Karren. Ja, das ist halt hier, ja, schön. Zum Glück kann man durch die Hilfskästen durchfahren. Ach, ich bin ja eh zu schnell, genau. Ich fahre schon über 60 schon wieder. Mann, kein Wunder, dass ich gerade so blöd fahre, ja. Was passiert? So, jetzt müsste gleich die Kreuzung kommen. Hier vorne. Links blinken, rechts blinken, nicht links. Der Karren hat einen Wendekreis von jenseits Gut und Böse. Muss ich schon sagen. Ja, und da fliegt mir der Kasten hier auf die Füßen rum. Ich werde den jetzt nicht wegtun, denn ihr wisst, was beim letzten Mal passiert ist mit dem Brief. Nein! Wobei, wir brauchen keinen Brief oder keinen Bierkasten, um jetzt hier von der Straße abzufahren. Das ist auch so möglich. Und ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie meine ich gerade wieder, dass die rechten Lichter kaputt sind. Es ist nur so mein subjektiver Eindruck, aber ich denke, dass die Lichter am Arsch sind. Aber wir sind ja gleich daheim. Ich werde natürlich wieder abspeichern. Ah ne, wir müssen noch abbiegen. Ja, nehmen wir Schild mit natürlich. Der Zug, der ist wirklich laut. Was man hier noch hört. Oh ne, Quatsch, hier kommt ja der Bahnübergang. Also das heißt, wir können einfach rüberheizen. Ohne Probleme. Der Zug war ja gerade da. Nein, da kommt noch der Sonderzug. Bam! Irgendwann fetzt sich bestimmt mal weg. Also, ich gucke ja nie, aber wenn ich gucke, dann bin ich von der Straße abgekommen. Es ist einfach so, virtuell fahren ist einfach nicht so wie Realitätsfahren. Ne? Es ist ganz anders da, ja. Finde ich halt jetzt mal, ja. Ja, ich habe mir mal überlegt, so einen Eyebreaker zu haben, also was man hergeht, wenn man den Kopf bewegt, dass sich dann auch die Sicht verändert, aber das ist, wird von den meisten Spielen gar nicht unterstützt, ja, die Software. Oder halt, da braucht man halt eine spezielle Software, aber wie gesagt, das funktioniert dann nicht so wirklich. Ich habe es bleib gelassen. Einmal gesagt, die können uns nicht mehr sparen. So. Fahren, 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 auf der Dreckkiste. Fahren, 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 auf der Dreckkiste. Und abkommen wieder mal. Ja. Das ist aber auch eine blöde Kurve hier. Wer hat da eine Kurve hingebaut? So, machen wir den Gang weiter hoch hier. Sonst hat der kleine Motor zu viel zu quälen, ja. Aber wir sind gleich daheim, also definitiv. Ich sehe schon die Strommasten hier jetzt auf der linken Seite. Da müsste. Also ich möchte mal gerne in den Briefkasten gucken, nicht dass hier in den rechten drin liegt. Wenn jetzt irgendwann der Saft abgeht oder so. Und die Telefonrechnung, die müssen wir ja auch laufen berappen, obwohl wir gar nicht telefonieren. Also wir würden ja irgendwie mal anrufen. Und normalerweise tut der Anrufende bezahlen, nicht der, wo angerufen wird. So, da sind die Briefkästen. Ich würde mal ganz kurz gucken. Ich weiß zwar nicht, warum wir zwei Briefkästen haben. Ich sehe nichts mehr. Mist. Advertisement. Advertisement. Ist da nur das Advertisement drin?
Nee, da ist keine Rechnung drin. Gut, okay. Passt schon. Ja, wir haben das Fenster runtergekurbelt übrigens, deswegen kann ich auch. Nee, ich könnte es auch ohne runtergekurbelt Fenster, aber ich sag's ja nur, nicht, dass ihr ja sagt, du hast doch heute das Fenster runtergekurbelt hier. Also, was machst du hier für einen Quatsch? Ah, das Telefon. Ist das der Besoffene hier? Ups, jetzt bin ich fast in den Gräbel wieder reingefahren. Ich setze mal kurz zurück. So, das hat aber jetzt wieder. Also, wir sind jetzt gerade angekommen und. Hat da wieder. Ah, nee, das klingelt noch. Ja, ja, Moment mal, einen Moment. Ich muss hier gerade mal. Mach mal die Tür auf, ich sehe nichts mehr. Wir knischen. Handbremse. Wird überbewertet, aber egal. Ja, ich komme ja gleich, Menschenskinder nochmal. Bin doch kein D-Zug mehr, ich bin alter Mann. Wo ist denn jetzt das verdammte Telefon? Hallo, das ist der Bierkasten, oder? Ich sehe nichts mehr. Nee. Das kannst du knicken, warte mal. Ja. Weil ich nichts sehe, habe ich jetzt die Flashlight hier. Ja. Warum ist die scheiß Tür zu? Ach, weil wir gestorben sind, oder? Ja. Okay. Ich mache mir hier Licht an, das Küchenlicht. Eigentlich sollte ich immer irgendein Licht anlassen, damit wir. Ja, 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 Moment, lass mich mal. Herrgott, sag nochmal. Ja, 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 hallo, hallo. Ja, ja, ich komme morgen. Ich, ja, oder demnächst, schreib's an. Menschenskinder, ey. Tja, war ja klar, der Typ, der merkt es immer gleich. So, die Taschenlampe lasse ich aber wieder hier draußen liegen. Für den Fall, dass ich sie brauche, ich lasse die auch an, die geht ja. Hier hat ja eine unendliche Batterie hier. So. Wie spät? Echt? Es ist. Wow. Ah ja, stimmt, der Laden macht um 10 Uhr auf, dieser Getränke-Service da hier. So, halb zwei ist es. Naja, gut, da können wir uns dann hinhauen. Da können wir noch eine rauchen und ein bisschen was trinken. So. Also das Zeitmanagement ist halt schon wirklich so, ne? Also wenn es jetzt früher gewesen wäre oder so, dann hätte ich jetzt gesagt, naja, nee. Wir gehen jetzt her und tun uns einen Kaffee machen oder so. So. Ich muss mal in die Garage. Ich muss mal nach dem Ladegerät gucken. So. Ist schon ganz nice, dass es hier eine Taschenlampe gibt. Soll mal kurz am Auge kratzen hier, da juckt es mich gerade. So, was macht die Batterie? Ich glaube, das wird nichts mehr hier. Die hängt jetzt doch bestimmt, also das müssten jetzt schon 24 Stunden sein, wie die da dranhängen. Und das wird nichts mehr, das kannst du, glaube ich, knicken hier. Nee, das lassen wir hier. Kannst du die mal wegnehmen wieder? Hallo? So, okay. Das wird nichts mehr. Die Batterie ist, glaube ich, kaputt. Die ist schon uralt, die ist überaltert. Die könnten wir mal recyceln oder so. Müssen wir noch Gebühren bezahlen für oder so. Tja, gut. Also, das mit dem Brief war ja sehr milde gesagt nix. Den haben wir verloren. Da müssen wir nochmal einen Brief aufsetzen. Diese Felgen hätte ich gern. Fupp. Und was wollten wir noch? Wir wollten noch irgendwas anderes. Die Blinker wollten wir noch kaufen, ne? Fupp. So. Jawohl, da ist der Brief. Den Brief lasse ich jetzt hier liegen. So, egal. Und wir gehen jetzt pennen. Das ist doch eine gute Idee, oder? Ach, oder wollen wir noch vorher duschen gehen? Ich glaube, besser ist das. Stinke hinein ins Bett gehen, das mag ich nicht so gern. Und das Licht hier an. Die hohe Stromverbrauch. Aber das dauert wahrscheinlich ein Sekunden jetzt. Ach, wisst ihr was? Lalala. Unter der Dusche rauchen natürlich, wie es geht. Ja. Das sind Zigaretten, die gehen auch unter Wasser. Damit Magnesium und so weiter, ne?
Naja, schade, dass eigentlich der Büsche jetzt auch so ein bisschen Stress runtergeht. Also, er muss dann jetzt hier eben runtergehen. Aber, ja. Das war schon irgendwie eine stressige Sache hier. So. Der Rest brauche ich nicht mal Schnipp. Einfach weg. Wenn das jetzt der blöde Penner ist, warte mal. So viel Zeit muss sein. Ja! Nee, danke, ich bin auch gerade das Zeit gekommen. Auf Wiedersehen. Ach, der Typ, ich muss jetzt ins Bett, ich muss jetzt schlafen gehen, ey, verdammt nochmal. Ja. Brauche ich ja noch irgendeinen so Penner hier, der irgendwo zu lange da in der Kneipe kommt, weil ich gehe jetzt schlafen für meinen Teil. Das Küchenlicht lasse ich jetzt brennen, so. Ja, ich habe gedacht, ja, okay. Guten Morgen. So, okay. Unser Urin drückt uns. Okay. Dann gehen wir mal ganz gezähm aufs Klöchen rein. Ja, wie immer im Stehen pinkeln. Wir sind ja Saubären hier. Ja, da gibt es auch mehrere Lager, die sagen. Die einen sagen immer, setz dich hin zu pinkeln, das ist ja alles dreckig hier und so weiter. Und die anderen sagen, ich setz mich doch nicht hin hier auf das dreckige Klo und so weiter und überhaupt. Und das ist doch total unmännlich. Ja, ich sag mal, früher war ich irgendwie genauso. Da habe ich mich auch nicht hingesetzt. Aber seitdem ich mein Klo selber putzen muss oder so, sag mal so, mache ich das eigentlich nicht mehr, dass ich im Stehen pinkel. Ne? Es sei denn, es ist halt wirklich ein Urinal da vorhanden im Haus. Dann mache ich da natürlich mein Geschäft auf dem Urinal. Ach, ich habe die Tür offen gelassen. Piep. Die ist nicht zu. Jetzt ist sie zu. Ja, gut, Leute, würde ich sagen, wir sind eigentlich wieder so weit durch. Wie spät haben wir es denn jetzt? Es ist 12 Uhr. Oh Gott, am Tag. Wie heißt es noch? Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall alle Fälle wieder beim nächsten Mal hier bei My Summer Car. Ein wirklich irrsinnig geniales Spielchen, muss ich sagen. Aber ich sehe schon, wir kommen zur nächsten. Ne? Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.